Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde unserer Hot Lap und wir werden natürlich klassisch hier in Italien mit Ferrari fahren, die sich im Sprint, dem neuen Format, ziemlich gut geschlagen haben. Wir gehen hier mal ein, Monza Italien, eine der traditionellsten Rennstrecken im Kalender. Das Debüt gab es 1950, aber die Strecke hier besteht seit 1922. Die meisten Wins hat Michael Schumacher mit 5, aber auch Hamilton hat hier schon 5 Mal triumphieren können. Eine Länge hat 5793. Also Meter, das glaubt man aber eigentlich gar nicht, weil es so verdammt schnell ist. 11 Kurven, dabei sind es 7 rechts und 4 links. Und 53 Runden sind heute zu absolvieren. Wird auf jeden Fall, finde ich, nicht das spannendste Rennen. Wir werden aber natürlich auf die kompletten Geschehnisse vom Sprint gestern eingehen. Hier haben wir nochmal die Stats. 2 DS-Zonen gibt es, unter anderem auf Start und Ziel und natürlich dann zwischen Lesmo und Ascari. Also diese kleine gebogene Kurve. Los geht's hier aus der Parabolika raus. Natürlich früher ein Spektakel, aber heute noch immer noch sehr diskussionswürdig über Track Limits und so weiter. Ihr kennt das Ganze und das ist unsere Hot Lap. Ich habe das Beste gegeben. Es ist eine ziemlich coole Runde geworden. Abonniert gerne den Channel und wir starten jetzt. Los geht's. Links oben haben wir auch die Map. Eine ziemlich simple Strecke auf dem ersten Blick, aber hier mit knapp 340-50 geht es auf die erste Schikane zu. Ein harter Bremspunkt, Kurve 1 und 2, sehr tricky, auch beim Start wird es ein echter Knackpunkt hier werden, weil das eine Kurve ist, die auch sehr tricky zu fahren ist. Viele Ausritte in der Formel 2 auch unter anderem schon. Dann haben wir hier, genau, hier links den Körper leicht anschneiden. Rechts ist das Gras und das Kiesbett direkt neben dem Körper. Also man muss da echt aufpassen. Dann Kurve 3, Kurve Grande. Die ist eine schnelle, sehr, sehr schnelle Rechtskurve. Dieser komplette Knick, der Exit ja verdammt wichtig, weil da hat schon das ein oder andere Ranrobben gegeben, dass man sich dann in der Variante della Roccia, also in Kurve Nummer 3, hier in Kurve Nummer 4 und 5 schön dran robben kann. Also man kann hier oder auch reinbremsen. Auch unter anderem in der Geschichte ein paar kleinere Berührungen, Hamilton, Verstappen auch und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was. Und dann hier die erste Lesmo, sehr, sehr schwierig zu fahren. Man muss innen anstechen und weit sich raustragen lassen. Aber die Auslaufzone lässt es hier auch zu. Und dann die zweite schön rauskommen. Und dann hier innen bleiben beim Körper raus. Und dann das gleiche eigentlich nochmal. Es ist 1 zu 1 die gleiche Kurve. Und dann raus hier, genau. Soll er hier innen am Körper nicht mal richtig berühren, sondern nur anschneiden. Und dann raustragen und dann hier genauso. Finde ich, habe ich gut erwischt hier. Ist auch sehr, sehr schön rausgegangen. Und dann geht es auf die S. Dann kann man hier dran fahren. Überholen ziemlich unmöglich. Aber man kann hier mal dran fahren. Und dann hier zur Ascari-Schikane. Sodala, zur Variante Ascari. Zack, zack und zack. Sieht ein bisschen einfach aus, als es ist. Also es ist schon sehr, sehr tricky. Rechts überhaupt, man sollte da gar nicht richtig den Körper berühren. Auch beim Rausbeschleunigen natürlich den kompletten Schwung mitnehmen für eine für eine perfekte Runde oder für eine schnelle Runde. Und dann wieder eine Gerade hier. Hier leider kein DS. Also hier, glaube ich, wäre das DS noch effektiver wie auf der anderen Geraden. Aber hier leider nichts. Da kann man sich nur dran fahren. Und wäre auch mal cool für die nächsten Jahre eine Überlegung. Hier eine dritte DS-Zone. Und dann hier aus der Parabolik eine sehr, sehr langgezogene, ja, ich würde schon fast sagen 180 Grad Rechtskurve. Aber natürlich nicht komplett rund. Also die ist schon ein bisschen geknickt. Und dann hier genau anfahren. Auch hier, wie gesagt, links, da sind meistens die Track Limits. Ich habe sie sehr solide gemacht und sehr mit Abstand, ich weiß, die Track Limits sind hier verdammt nah und vor allem auch sehr, 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 die Augen sind überall, gerade in diesem Modus hier. Und ja, wir werden natürlich jetzt auch ein bisschen über den Sprint von gestern reden, wo es auch einiges zum Diskutieren gibt. Ich würde mal sagen, alles vom Start bis, ja, nach Safety Car war interessant. Und kommen wir mal gleich zum Start. Hamilton hat den vergeigt, Verstappen direkt weiter, nur dann dahinter, also Hamilton ist dann bis auf 6 durchgereckt worden, sogar Gasly vor ihm. Der hat aber Norris auf dem Hinterreifen berührt, hat den Flügel verloren und ist dadurch leider ins Kiesbett abgedriftet, konnte nicht mehr weiterfahren. Das war natürlich nicht optimal für den Alpine, aber trotzdem Gott sei Dank Klimmflug ausgegangen. Er war auch der einzige Ausfall im Sprintrennen und dann ging es los. Restart war aber dann, ja, ehrlich gesagt, ja, ja,
Bottas hat das Ganze souverän gewonnen vor Verstappen. Der erbt die Pole, weil Bottas da eine Plätzestrafe bekommt, weil sie den Motor gewechselt haben. Hamilton nur von 4 hinter den beiden McLaren. Wird auf jeden Fall ziemlich, nur 4, weil Bottas einfach zurückrutscht. Leclerc und Sainz dahinter. Und dann haben wir Giovinazzi auch sehr, sehr weit vorne in Italien. Ich gönne sie natürlich, das ist sein Heim-Grand Prix. Und er ist auch der einzige richtige Italiener deswegen. Und in einem italienischen Team ist es natürlich noch besser. Dann Perez, auch verdammt enttäuschend, finde ich. Stroll, Alonso und Vettel, also wird eine ziemlich explosive Kombi da hinten. Auch die beiden Williams weit da vorne, 14 und 15, und ganz hinten wird Pierre Gasly starten, zu Not auch nur 14. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was tippt ihr, wer gewinnt? Mein Tipp ist auf jeden Fall, ich sage, Verstappen gewinnt der souverän. Man kann kaum überholen hier vor Norris und dahinter Hamilton, der holt sich Ricciardo. Abonniert gern. Vielen Dank fürs Zugucken, abonniert gerne unseren Channel hier kostenlos. Schaut auch unbedingt gerne auf meinen privaten und auch auf unserem TikTok-Account hier vorbei. Da könnt ihr auch unter anderem nächste Woche schon abstimmen, mit welchem Team wir wieder fahren sollen. Ihr dürftet auch hier wieder abstimmen. Schaut auch unbedingt gerne auf, wie gesagt, TikTok, Instagram vorbei. Links sind wir alle und eine Bier. Später kommt noch ein Rennen und morgen auch das Recap zum hoffentlich spannenden Rennen heute. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.